Herzlich willkommen im Quartierpark Kochareal von Grünstadt Zürich. Der Park ist das grüne und lebendige Herz der neuen Überbauung. Mit rund 12.000 Quadratmetern wird er fast so groß wie die Bäckeranlage. Der neue Quartierpark wird wild und verspielt sein. So werden zum Beispiel aus dem Abbruchmaterial der bestehenden Gebäude Kletterfelsen und Sitzgelegenheiten. Und indem die Kohlenlagerhalle erhalten bleibt und aus den Gleisen neue Wegverbindungen werden, schreibt der Park die wechselvolle Geschichte des Kochareals weiter. Die drei zentralen Elemente des neuen Parks sind die von Bäumen umrandete Kochwiese, der Jardin Sauvage und die erwähnte Kohlenlagerhalle. Mit dem neuen Quartierpark schaffen wir einen Park für alle. Es gibt unterschiedliche Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten und auch bei Regen lohnt es sich, in den Quartierpark zu kommen. Dazu gleich mehr. Platz gibt es auch für Flora und Fauna. Es werden rund 50 Bäume gepflanzt und der Jardin Sauvage bietet Lebensraum für zahlreiche Insekten und weitere Tiere. Eine Besonderheit ist die ehemalige Kohlenlagerhalle. Sie wird zu einem knapp 3000 Quadratmeter großen, überdachten öffentlichen Raum. Damit ist sie rund halb so groß wie die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Zürich und bei Regen haben Sie, die Besucherinnen und Besucher des Parks, ein Dach über dem Kopf. Die Halle ist das ganze Jahr über frei zugänglich und bietet Platz für Veranstaltungen vom und fürs Quartier, zum Beispiel Quartierfeste, Flohmärkte, Quartierkino und auch der Zirkus Knopf wird voraussichtlich mit seiner Probebühne zu Gast sein. Aber immer wird genügend Platz sein für die individuelle Nutzung durch Sie, die Parkbesucherinnen und Parkbesucher. Viele Bäume, größtenteils unversiegelte und begrünte Flächen und das Regenwassermanagement tragen zu einem angenehmen Stadtklima bei. Und ein Wasserspiel sorgt an heißen Sommertagen für die gewünschte Abkühlung. Wir von Grünstadt Zürich freuen uns, mit dem Quartierpark einen neuen Freiraum für Albisrieden und Altstädten zu schaffen.